Spannende Familienfreizeitangebote, neue Open-Air-Badmintonplätze, eine frische Sonderausstellung im Jahrtausendturm und nagelneue Grillhütten. Damit ist der Elbauenpark am 1. April in seine 18. Saison gestartet. Die Presse durfte sich schon ein paar Tage vorher über die Neuigkeiten informieren. Momentan erblickt der Besucher ein wahres Tulpenmeer in allen Regenbogenfarben, von dem bei unserem Besuch noch nicht viel zu sehen war. Nur die Spitzen der grünen Blätter lugten schon mal aus dem Boden hervor. Die Blumen wollten erstmal aus ihrem Schlaf erweckt werden. Das besorgten Kinder aus der Kita Trinitatis mit großem Engagement. Erstmal haben wir heute das Frühlingserwachen, das heißt, wir haben eben mit Kindern hier unsere Blumen sozusagen wach geklingelt, denn am 1. April beginnt die Parksaison und damit natürlich hier insbesondere das Grün, das Sprießen und Gedeihen unserer Pflanzen im Elbauenpark. Wir haben dabei den Tag genutzt, um uns sozusagen unsere neuen Angebote hier im Park vorzustellen. Und dazu zählt insbesondere die gerade hinter uns befindliche Grillplatz. Wir haben ab dieser Saison im Elbauenpark erstmal 3 Grillplätze mit der Option auf Erweiterung bei entsprechender Nachfrage errichtet und wollen damit ein neues, quasi gastronomisches Angebot im Park schaffen. Neben der vorhandenen Gastronomie können jetzt Familien, Schulklassen, studentische Gruppen oder auch Firmen, die sagen, ich will mal selber die Wurst am Grill drehen, eben einen unserer Grillplätze nutzen und können diesen eben im Vorfeld hier für ihren Besuch buchen. Das kann man telefonisch unter 0391 59 34 50 oder über die Homepage elbauenpark.de machen. Die Nutzungsgebühr für den Grillplatz beträgt 30 Euro zuzüglich einer Kaution von 50 Euro. In der Nutzungsgebühr ist auch die Entsorgung der heißen Glut durch die Mitarbeiter des Elbauenparks enthalten. Was gibt es denn noch Neues im Elbauenpark diese Saison? Ja, wir setzen in diesem Jahr sowohl auf alte, auf bewährtes als auch auf neue Angebote. Natürlich haben wir eben im Pflanzenbereich besondere Schwerpunkte, ob es die Tulpe jetzt im Frühjahr ist oder die Dahlie im Sommer. Im Jahrtausendturm, der in diesem Jahr eben auch komplett den Besuchern zur Verfügung steht, haben wir eine Playmobil-Ausstellung, die Playmobil-Spielwelten bei Oliver Schacher, dort 15 Szenen mit mehreren 10.000 Playmobil-Figuren, denke ich, für Familien und Kinder ein interessantes Angebot. Wie das Schmetterlingshaus ist auch der Turm dienstags bis sonntags innen und auch außen bis zu seiner Spitze wieder geöffnet. Der Besuch ist im Eintrittspreis enthalten. Wer Turm und Schmetterlingshaus und auch die Fahrt mit dem Elbauen-Express nicht nutzen will, kann auch das verbilligte sogenannte Grünticket zum halben Preis nutzen. Montags generell. Auch wer sich sportlich im Park betätigen will, kommt auf seine Kosten. Zu den neuen Attraktionen gehört eine Erweiterung des Sportareals. Wir haben dort 2 Badmintonplätze errichtet und bieten einen kostenlosen Ausleih von Sport- und Spielgeräten an, den man eben spontan bei einem Besuch des Elbauenparks in Anspruch nehmen kann. Ja, der Elbauenpark als moderner Park lebt von der Weiterentwicklung. Er hat mit der Rodelbahn, mit dem Jahrtausendtor, mit dem Segwayverleih, dem Kletterpark viele Angebote schon vorhanden. Aber natürlich erwartet der Besucher auch immer wieder mal was Neues. Und darauf reagieren wir eben auf diesen Wunsch zu sagen, neue Anreize zu schaffen, in den Elbauenpark zu kommen. Dazu zählt auch der neue wöchentliche Familienspaß im Park immer dienstags, der sich an Kinder ab dem Vorschulalter mit ihren Eltern oder Großeltern richtet. Ab 15 Uhr gibt es dann immer kostenlose 2-stündige Entdeckertouren im Park zu verschiedenen Themen. Die Themen findet man auf der Webseite des Parks. Fortgesetzt werden außerdem die Seniorentage. Die Generation 65 plus ist jeden Freitag zu Bewegung, Erholung und Gartengenuss zum Sonderpreis eingeladen. Die Eintrittskarte kostet dann statt 6 nur 4 Euro. Und Kaffee und Kuchen gibt's mit Seniorenrabatt. Der weiter guten Entwicklung der Besucherzahlen steht also eigentlich nichts im Wege. Also wir unterscheiden ja immer unsere Besucherzahl, die wir im letzten Jahr von knapp 200.000 hatten, ist zusammengesetzt aus Veranstaltungsbesuchern und aus Parkbesuchern. Das heißt, die Parkbesucher sind die, die den Jahrtausendturm, das Grün, die Spielplätze nutzen. Diese Anzahl ist leicht gestiegen, wobei wir im vergangenen Jahr eben keine 3 Großkonzerte hatten. Aber das soll in diesem Jahr wieder etwas besser aussehen. Und vielleicht findet sich auch noch jemand, der die Nautilus,
wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt, den sie einstmals hatte.